Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek, ich bin Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Ich habe heute mit Sat.1 einen Film gedreht zum Thema Airbnb und es ging darum, dass eine Vermieterin über Airbnb ihr schönes Apartment vermietet hatte, auch für gutes Geld für 3 Tage und dann erfahren musste, dass in dieser Zeit dort ein Pornofilm gedreht wurde und dass sich da mehrere Personen aufgehalten haben und jetzt dieser auch noch im Internet nachher zu finden ist. Das kann doch alles nicht wahr sein. Was muss man sich eigentlich als Vermieter bei Airbnb so gefallen lassen? Nun muss man erst mal sagen, der Aufschrei war erstmal groß, auch bei Airbnb. Die haben den Nutzer gesperrt, der das da als Porno-Drehstätte benutzt hat. Aber ich habe mir das nochmal so angeguckt und dachte, naja, wieso eigentlich? Also, wenn das im Rahmen des Mietvertrages ist, wenn die Nutzungsbedingungen von Airbnb eingehalten sind, die übrigens sehr unübersichtlich und so für mich jetzt ja nicht so ganz eindeutig sind. Also ich finde da viel Allgemeines drin, Antidiskriminierungsrichtlinie und so weiter und so fort. Aber so richtig, dass ich da so klare, also dreht keine Pornos, habe ich da jetzt nicht gesehen so direkt. Ja, nun kann man ja Sachen auslegen und die werden es ja vielleicht jetzt auch überarbeiten. Aber ich sage mal, einige Ideen sind die auch noch gar nicht gekommen. Das können die auch erst im Laufe der Praxis wahrscheinlich dann so klären. Jedenfalls war das nicht so ganz eindeutig. Und ansonsten sage ich mal, alles, was ich im Hotelzimmer machen darf, darf ich auch in einer Airbnb-Wohnung grundsätzlich. Also, ich kann natürlich dort kurzzeitig Besuch empfangen. Die dürfen nicht über Nacht bleiben. Wenn die über Nacht bleiben, dann verletze ich den Beherbergungsvertrag quasi. Dann müssen unter Umständen, die muss ich da was nachzahlen. Das haben die auch gemacht hier. Also die haben auch zumindest nachgefordert. Ja, darf ich da ein Porno drehen? Na klar. Problematisch ist es, wenn ich ein Porno drehe, natürlich dann, wenn da Dinge auftauchen, die das nachher identifizierbar machen, dass das die Wohnung von der und der Person ist, dann hat die Person aus Persönlichkeitsrechten unter Umständen Unterlassungs- und Entfernungsansprüche. Ja, aber für mich privat zum Beispiel einen kleinen Porno drehen, kein Problem. Auch wenn ich den dann auch irgendwo verteile, wahrscheinlich noch kein Problem. Mache ich das gewerblich, professionell, dann würde ich jetzt davon ausgehen, verstoße ich ganz klar gegen alles, ja, gegen den Vertrag. Denn das ist als, da muss ich als Vermieter von Airbnb jetzt nicht damit rechnen, dass jemand, der da für 3 Tage in die Stadt kommt, dass der da sozusagen Gewerbe da drin betreibt. Das ist auch unabhängig davon, ob das so genau geregelt ist in den allgemeinen Geschäftsbedingungen bzw. im Mietvertrag aus meiner Sicht klar. Ja, das ergibt sich aus der Natur der Sache. Aber die Frage ist ja immer, was soll ich denn jetzt dagegen machen? Ja, für den Vermieter interessant ist ja, wie kriegt er die Pornos weg vielleicht? Ja, wie gesagt, da hilft ihm vielleicht das Persönlichkeitsrecht, wenn das überhaupt identifizierbar ist. Wenn nur er mit irgendwelchem Sonderwissen, weil er weiß, der und der Kissenbezug, das ist von seinem Kissen. Ja, oder weil er irgendwie sein Bett kennt. Ja, ein uraltes IKEA-Bett, was es heute nicht mehr gibt oder was auch immer. Das ist aus meiner Sicht kein Problem. So, jetzt, wenn da natürlich das Familienbild, also der Sex findet unter dem Familienbild statt und die Mutter guckt da noch runter und die kleinen Kinder, ist eine andere Nummer. Ja, das darf nicht sein. Also da habe ich natürlich auf jeden Fall Ansprüche. Wie weit die im Pornobereich durchsetzbar sind, muss man sich immer überlegen. Also überlegen Sie sich auch natürlich als Vermieter immer, mit welchen Nutzungen Sie leben können und rechnen Sie damit, dass natürlich sich solche User da vielleicht auch nicht dran halten. Ja? Also diese Anfangsgründerstimmung von solchen Portalen, die wird nicht über lange Zeiträume transportiert. Je allgemeiner das wird, umso mehr Leute kommen auch auf Missbrauchsgedanken und kommen auch auf Ideen überhaupt erst. Ja? Muss man erstmal die Idee haben. Ich suche eine Stätte für einen Pornodreh, da kann ich ein bisschen Geld sparen, miete ich eine Wohnung über Airbnb. Und wie kommt das überhaupt an die Presse? Haben die vielleicht sogar das vermarktet darüber? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber sollte man sich mal angucken. Ja. Und das muss man natürlich als Vermieter alles berücksichtigen, insbesondere wenn einem die Wohnung nicht selbst gehört. Ich habe in einem Video hier so ein bisschen die juristischen Fakten zum Thema Airbnb zusammengetragen. Können Sie sich mal angucken. Hier ging es jetzt eher, ich wollte eigentlich noch mal so ein bisschen so nachschauen über den Dreh berichten und
Ja, es war schon ungewöhnlich. Dann sollte ich für die Anschnittbilder, musste ich natürlich, da hatten die so ein paar kleine Fotos davon, ne, so Ausschnitte, und ich sollte mir die dann angucken. Also, dass man quasi gefilmt wird, wie man ein Porno guckt, das war jetzt übertrieben, das waren nur so ein paar Bilder, aber das war ungewöhnlich. Ja, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gefilmt wurden mit Kamera. Keine Ahnung, mal sehen. Ich habe das jetzt noch nicht gesehen, wie das nachher aussieht. Wir werden, wenn es geht, auch das nochmal einfangen und nochmal öffentlich machen. Vor allen Dingen, wenn man denn, es war so heiß und dann spitzt man auch noch dabei. Da kam man sich schon so vor wie so ein, ja, keine Ahnung, schmuddelige Figur. Ja. Ist passiert. Was machen wir nicht alles für die Öffentlichkeit? Und um ins Fernsehen zu kommen. Ja, natürlich fast alles. Soweit, das war das Thema. Wie gesagt, die rechtlichen Sachen ein bisschen konzentrierter in dem anderen Video. Und ich werde über den Fortgang dieses Falls auf jeden Fall noch berichten und generell am Thema Airbnb dranbleiben. Sprich, es gibt immer wieder Kündigungen wegen Airbnb, die sie oft wirksam sind, ja, weil Mieter eben über Airbnb vermieten. Das ist sehr gefährlich. Behörden machen immer mehr Stress. Zweckentfremdungsverbotsverordnung. Sie dürfen gar nicht so ohne weiteres in vielen Städten noch über Airbnb vermieten. Dann die Frage Steuerpflicht. Da werden immer Einnahmen geriert. Den Leuten ist das überhaupt nicht klar, dass die Einnahmen haben. Die geben nichts an. Da kommt irgendwann die Keule hinterher. Also das wird so peu à peu uns immer wieder beschäftigen. Wenn Sie selbst da auf dem Laufenden bleiben wollen, gucken Sie sich mal dieses eine Video an, was ich gemacht habe dazu, um so die Probleme zu erkennen. Und bleiben Sie hier dran. Ich berichte über aktuelle Entwicklungen und vielleicht kann man, wenn man nicht gerade der Erste ist, das Versuchskaninchen, kann man vielleicht noch ein bisschen gegensteuern. Danke für die Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie gerne den Kanal, bleiben Sie gern dran. Ich freue mich über Daumen hoch, ich freue mich über Fragen unter diesem Video, aber gerne auch unter diesem Rechtsvideo zu Airbnb, weil da haben wir das dann so ein bisschen gebündelter. Danke für die Aufmerksamkeit. Der Link zum Video ist auch nochmal unten in der Fußzeile. Tschüss.